Niederlage von Cartenova eine ganz schöne Pleite. Es hat mich einiges an Überzeugungsarbeit gekostet, um das Kommando zu behalten. Aber jetzt ist alles vergessen. Mit dieser Feuerkraft, frisch aus den garleischen Waffenschmieden, hält mich nichts mehr auf. Nichts und niemand. Was, du? Du bist doch der von der Karte Noah Heide. Haha, endlich habe ich eine Chance, mich zu rächen. Jetzt seid ihr dran, ihr Würmer. Ich mache euch fertig zum Angriff. Thank you.
Verdammt, mein schönes Spielzeug, ein nutzloser Schrotthaufen. Das werde ich nicht vergessen. Wartet nur ab. Beim nächsten Mal mache ich euch fertig. Das schwöre ich euch. Der Galear flieht. Der Sieg ist unser. Es lebe Alamigo. Hurra! Thank you.
Die eoseischen Truppen haben den Belsawal eingenommen und verwickeln unsere vorrückenden Regimenter zunehmend in Scharmützel. Ein Spähtrupp, der mit einem unserer neuen Frontbrecher ausgerüstet war, ist auf eine feindliche Einheit gestoßen. Es kam zu einem heftigen Gefecht, in dessen Verlauf wir eine empfindliche Niederlage erlitten. Eine Niederlage? Was ist geschehen? Eure Exzellenz, der Spähtrupp stand unter der Führung einer meiner Untergebenen, ein Mann, dem ich voll vertraue. Er überlebte das Scharmützel und berichtete, dass der Trupp am Ostend Mischwald unerwartet aus dem Hinterhalt angegriffen wurde. Ein unglücklicher Umstand, der nicht zu vermeiden war. Der Arme hat überlebt. Hatte er denn keine Gelegenheit, bis zum Tod zu kämpfen? Hoffentlich gelingt es seiner Familie, mit dieser Schande zu leben. Ich möchte nicht nachtragend wirken, aber diese Niederlage muss personelle Konsequenzen haben. Sehr wohl. Ich werde den Soldaten degradieren und strafversetzen. In der 12. Legion, Eurer Exzellenz, ist kein Platz für Schwächlinge. Wie recht du doch hast. Für Schwächlinge ist kein Platz. Eure Exzellenz? Hast du diesen Angriff auch nicht erwartet? Was für ein unglücklicher Umstand, der nicht zu vermeiden war. Die eoseischen Wilden haben einen unbekannten Primae beschworen und den Belsawal eingenommen. Und warum ist es dazu gekommen? Weil mein Vater, Kaiser Varys, mir nicht gestatten will, selbst in Eorzea für Ordnung zu sorgen. Wenn der Jäger nicht zur Beute kann, muss die Beute eben zum Jäger kommen. Deswegen habe ich dieser erbärmlichen Allianz den Weg nach Gyr Abania geöffnet. Nur, was für eine langweilige Jagd, wenn die Beute so schwach und hilflos ist. Man muss ihr Raum zur Flucht lassen. Ihr Hoffnung machen. Nur entwischen lassen darf man sie nicht. So still? Hat denn keiner meiner eifrigen Jagdhunde einen Vorschlag zu machen, wie man die Wilden aus Eorzea am vergnüglichsten hetzen könnte? Ich habe einen Vorschlag. Wer hat dir erlaubt zu sprechen, Megithin? Dir wird die Ehre zuteil, für den Kaiser sterben zu dürfen, aber das heißt nicht, dass du hier deinen vulgären Mund aufreißen darfst. Eine Wilde möchte also die Ehren jagen? Ausgezeichnet. Also, sprich. Vielen Dank, Eure Exzellenz. Also, ich würde Folgendes tun.